Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge ETS Mega Konvoi. Mit dem Darcy, der die Strafe absitzen muss. Absitzen, ja. Du das? Ja, ich sitze ja in meinem LKW. Aber ich glaube, er hat die Augen zu. Aber ich würde sagen, wir fahren weiter. Aber hier fahren so viele Idioten rum mit so einem gelben LKW, das ist einfach faszinierend. Also Gott sei Dank fahre ich nicht mit einem gelben LKW. Zum Glück habe ich nur einen LKW vor mir. Dann trinkt er natürlich eine Runde. Muss ich, kann man noch, wer war denn vor mir? Ja, du musst auf jeden Fall weiterfahren, Trinit. Tobi muss noch hinter uns und ich. Wer muss hinter uns? Tobi, an dem du jetzt vorbeifährst. Okay. Also Trinity, du gehörst hinter den Peter. Der Peter hinter den Guten. Ja, und wie heißt der Peter? In seinem Onkroll. Doki Koki. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Schon am Fahrrad? Du bist ja ganz kirre vor lauter gelben Trucks. Oder ein orange Peter auch. Ja, aber Trini, du weißt doch, ne? Das haben wir in der Sitzung verdammt, ne? Ja, der von dir. Ich glaub, das war eine Schnapsidee von dir, mit, dass ihr gelb fahrt. Naja, wir haben sie nur der Gegebenheiten angepasst. Wir wollten dich nicht alleine hässlich sein lassen. Einfach mit Geld, mehr Fahrer geht. Von unserem Sponsor. Ja. Und da sie mit seinem Mindestlohn, der muss ganz schön kämpfen. 11 Euro Maut? Naja, für die lange Strecken. Zuerst haben wir für die kurze Strecken 3,1 zahlt. Ne? Ja. Oder 4,1 sogar. Ja, gut, aber der Bergtunnel, der kostet wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr als die normale Landstraße. Ja, kannst du recht haben. War das Hauptstadtzuschlag. So, und wer die Strecken jetzt kennt, was wir gleich fahren, also dann ziehe ich meinen imaginären Hut. Weil das glaube ich nämlich nicht. Meinst du in Dänemark? Dingensküste lang? An der Nordküste? Nein. Hä? Ich konnte nicht mein mal Navi sagen, sagt, ob ich da schon... ja keine Straße. Keine Straße, verfügbar. Er muss das Navi mal updaten. Glaube dir, kann ich nicht. Bitte suchen Sie eine kartografierte Karte auf. Wahrscheinlich einfach nur 4 im Gelände und dann gerade hinten durch zur Stadt. Ne? Das ist ja fies, da kannst du ja nie deine 100% kriegen. Beides Achievement habe ich ja schon, aber trotzdem. Ja, das Leben ist hart. Also kennst du die Strecke doch nicht, ne? Die hier jetzt nicht, die also nicht bewusst. Mein Navi sagt hier auch rechts. Aber mein Navi sagt, bitte fahren wir eigentlich immer anders als das Navi sagt, von daher kann man sich das auch wieder gut merken. Wenn das Navi sagt rechts, fahr links. Und ja, sagt, fahr zurück, fahr weiter. Man nimmt ja auch eine originale Version zum Updaten, keine Crack. Ja, die moralisch flexible Lösung. Der bremst da wie over um die Kurven. Ja, du, ich will nicht im Wasser landen. Ja, hier du, geradeaus ist auf jeden Fall Badespaß. Ja, als letztes Fahr, falls einer von euch verloren geht, euch ihn aufsammeln. Ja, du hast ein Handtuch mit und ein paar frische Sachen, ne? Schwimmreifen, Schwimmflügel. Das ist auch eine Brille. Ist halt die Frage, ob du überhaupt da im Wasser landen kannst. Rocktox würde das garantiert ausprobieren. Ja. Boah, Manni. Wow. Schon wieder so eine unkartografierte Karte. Aua. Ah, Strecke. Guten Morgen. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ja, die Jenny hat ja auch. Ja, die haben gebremst. Wir haben jetzt alle einen kleinen Heckschaden. Ohne was zu sagen. Aber ich hab nichts gekriegt, das ist schon mal gut.
nicht vorhandenen Weg oder so. Das erinnert mich so an Indiana Jones 3 in diesen, bei diesen drei Prüfungen, wo er da diese unsichtbare Brücke überqueren muss und dann halt ein bisschen Erde hinwirft, dass er das wieder sehen kann. Da komme ich mir gerade vor. So, was meinst du, wie wir das gemacht haben? Du musst Vertrauen haben, diesen Weg, weil ich bin schon oft genug, weil ja diese Begrenzungen ja dann weg waren, also im Singleplayer, bist du dann halt irgendwann unter der Karte irgendwann gelandet, weil halt... Da war halt nichts mehr. Wir haben das extra aufschütten lassen. Aber wir hätten ja da sie vorfahren lassen können, ne? Der Diesel räuchert dort, dann sehen wir doch die Straße. Wie? Ich habe ein Elektroauto. Wie? Das geht doch gar nicht. Ja, meinst du, was hat der keine PS hat? Warum hast du so ein Steinzeitfahrzeug? So, jetzt wird's lustig. Vorsicht, ich muss ein bisschen bremsen, gell? Weil die Wege hier sind witzig. Ich glaub, du birgst doch nicht so. Nein, nein, ich bin da vorne links so. Und die nicht abgesperrt sind durch die normale Kartenbegrenzung. Mhm. Jetzt wisst ihr ja ungefähr, wie lange wir gesucht haben, ne? Nach sowas. Und da draußen eine Strecke zu machen. Das ist dann noch dazugekommen, ja. Gibt's sowas in England auch? Nein. Nein. Nur hier im DLC-Gebiet? Ja. Gibt's sowas denn unten auch in Polen oder so? Nee. Also ich hab nicht, dass ich wüsste. Also woanders habe ich es bis jetzt noch nicht gefunden. Haben sich hier mal wieder mehr Mühe gegeben. Wer ist das hier für eine Aktion? Eine typische Manicus-Strecke, oder? Ja. Ich hab mein Auto abgewürgt. Und ich hab gedacht, das schaffe nur ich, weil ich mit der Haarschaltung fahre. Boah, wenn die anderen entgegenkommt in der Kurve, ist auch cool. Ja. So, und wen besuchen wir jetzt hier? Da besuchen wir jetzt den Fuchs und die Henne, die was der gute Nacht sagt. Eigentlich guten Morgen, oder? Weil es 4:30 ist. Achso, Entschuldigung, ja, guten Morgen natürlich. Wenn jetzt da jetzt einer entgegenkommt, dann haben wir das Wort mit A. Ja, der wird sich auch freuen dann. Wir fahren hier da. Warte mal. Ja, da sind wir, fahren da links, gell? Wir fahren jetzt links bei den Häusern. Wusste ich doch, links und rechts, ne? Ja. Immer halt entgegengesetzt. Dann wieder links. Ja, wobei, wenn du jetzt entgegengesetzt vom Navi fahren würdest, müsstest du zurückschieben. Ja, mein Navi sagt rechts, also fahre ich links. Boah, Manni! Was denn? Alles gut? Was ist ein Strecken da? Ach! Was ist denn hier los? Ich muss aber echt Fahrt gewesen sein, oder? Am Abend. Nee. Wie viele Tage seid ihr umgesucht? Ah, 4 Wochen. Nur im Truck? Ja, was ist halt da drauf, Manni? Und Kaffee und Gibi, oder? Was gibt's da nicht als Preis, wenn der mit dem wenigsten Schaden, der ankommt? Zitronenkabel. Der braucht das nächste Mal einen Renault fahren. Hier kann man ja sogar geradeaus weiterfahren. Ach, dann fährt man zum Kreis und ist wieder da oben, oder was? Ja. Oh, wie geil. Meine Güte, die Anwohner hier werden sich auch denken, was sind das hier für Volltrottel? Oh, und jetzt wieder da um mich. Ja, du stehst, warum? Wer? Ja, immer langsam, ich gucke gerade, jetzt sind glaube links zu fahren, wir fahren rechts her. Das habe ich so gewusst. Ich auch. Ah, oh, Gudden, da hatte ich einer erkannt. Bist du der echte Gudden? Also wir sollen rechts, oder? Soll ich mal einfach mal einschreiben? Ja, ja, ist richtig. Nein, ich schau das so aus. Manni, ich mach mal ein bisschen langsam. Ja. Da ist scheinbar ein bisschen Abbruch. Oh, ich hänge. Haben wir eine Sondergenehmigung für diesen kleinen Feldweg? Ja, haben wir extra besorgt. Gut. Da hast du das da bei mir vergessen, das Schild reinzugeben. Mit der Sondergenehmigung. Ja, das brauchst du nicht. Das muss nur der Erste und der Letzte haben. Ja.
Okay. Außerdem können wir dann immer noch sagen, wenn wir der eins auswischen wollen, nee, die gehört nicht dazu. Ja, du, ich kann aber da schnell nach rechts abbiegen, weil da ist keine Begrenzung. Da haben wir ja schon wieder einen Kreis gefahren. Habt ihr euch eine Tour ausgesucht? Damit habe ich nicht gerechnet. Schön. Ich habe aber jeden gewarnt, dass das sehr anspruchsvoll ist, die Strecken. Ja, vor allem mit 10 Stunden. Nächstes Mal fahren wir die auf Zeit, ohne Tempolimit. Okay. Da gibt's Tote. Wir müssen mal eine Werkstatt aufsuchen. Guten Einverstanden. Bei dir, für dich ist eh noch ein Gutschein beim Fahrtechnikkurs bei mir. Oder eine Tankstelle nochmal anhalten. So, ist der Konvoi jetzt mittlerweile wieder geschlossen, oder? Nein, wir sind gerade erst raus. Okay. Gut, dann werde ich da jetzt einmal bei Herrn Hart stehen bleiben. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, eben. Das sag ich ja, jetzt sind wir schon wieder im Kreis gefahren. Wir waren da schon, aber auf der Hauptstraße. Trinity, das ist nur eine Fata Morgana. Ach so. Ja. Wie eine Fata Morgana. Wie wir da das erste Mal da gefahren sind, sind uns da einer ist uns entgegengekommen, ja. Der hat das Leben auch nicht mehr gepackt. Der hat gedacht, hey, wo fahren denn die um und um? Das gibt's ja gar nicht. Der ist stehen geblieben und hat geguckt. Ja. Der hat die ganze Zeit geschaut, was da los ist. Also, fahren wir nochmal auf eine Tankstelle oder Rastplatz vorbei? Nein. Tankstelle? Bei der Gun waren die Rücklichter gehen, aber die Blinker sind kaputt bei ihm. Das hat neue Glühbirnen geholt. Ja, ich muss ein bisschen sparen. Manni, wir dürfen weiter. Jupp, dann let's go. Manni, dein Blinker funktioniert aber auch nicht, gell? Weil er sagt die ganze Zeit, geht nicht. Wackelkontakt, ne? Mhm. Am Blinker aber oft, habe ich gesehen. Vor allem, wenn einer ausfällt. Der schaltet sich nicht ab, sagt, fahren wir doch mal auf die Straße oder fahren wir jetzt den ganzen Weg, Fahrradweg? Wir fahren jetzt so den ganzen Weg so entlang und dann vorne bei der Kreuzung fahren wir links und rund um den Berg und die Strecke ist dann nur so. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß und das wird noch viel enger. Also da hast du 2 mm links und 2 mm rechts Platz. Geil! Endlich mal was für Fortgeschrittene hier. Ja, ich bin für ein gezeitetes Rennen. Da will ich aber bitte aufs Scania umsteigen, Dreiachser. Oh, die wird schon affig. Ne, wir nehmen alle den langsamsten Renault. Oh, das ist langweilig. Nehmt einmal den kleinsten alten Benz dann und hängt euch 24 und, Tonnen hinten dran. Wollte gerade sagen, und 20 Tonnen Ladung durch die Alpen. Ja, oder den kleinen Iveco. Fahren wir jetzt echt von... Nee, fahren wir leider nicht. Ich hab's probiert. Wir wollten wirklich. Ich wollte rund um den Berg fahren, weil da geht eine Straße. Ja, aber die ist leider angesperrt. Da kommst du nicht durch. Ich hätte uns da gern über den Dings geleitet. Über bei den Bäumen da vorbei, aber leider nicht. Muss nicht einer von euch in die Werkstatt? Da vorne wäre, glaube ich, eine. Ja. Ja, ich. Ja, Manni, bist du gerade ausgefahren? Nee, ich bin links oben. Ja, das war falsch. Warum? Manni, wir müssen geradeaus. Das. Du hast dich von deiner eigenen Tour verwirren lassen. Ja, mich von meinem Navi verwirren lassen. Scheiße. Ist ja kein Problem. Da verhaust du dich jedes Mal. Ja, ist ja kein Problem, ein gelber LKW kann überall umdrehen. Oh, nee, ich fass nicht mehr alle. Außerdem, ich wollte unseren Konvoi noch einmal von der anderen Perspektive aus. Warte, bleib da stehen. Wie das Gefühl, wir sind bis jetzt immer nur im Kreis. Bis die wieder zurückkommen. Ja, jetzt. Und das Wenden passt da so gut rein. Scheiße, 6-mal gefahren die Strecken und 6-mal bieg ich Trottel da links an. Hätte man aber gewesen, wenn da zur Werkstatt fahren können, für die wo müssen. Ja, sie kann nicht zur Werkstatt fahren, wir kommen nie vorbei. Das machen wir schon. Oh, und jetzt da nur um die Kurven um, war ja klar. Oder kommt der kaputte LKW? Das ist der Nachteil mit den Auflieger, was du natürlich hast. Leck. Wir noch ein bisschen das drehen, ja. Was für ein Depp stellt ein Ortsschild mitten auf der Wiese, dass der Auflieger dran hängen bleibt? Jeder, die Kühe auch Bescheid wissen, dass nur 50 ist. Die
bin ich sicher. Sowieso, weil die sind hinter uns drin. Sind wir schon wieder geschlossen? Damit habe ich nicht gerechnet. Man ist nächste Mal beim Stehen bleiben, vielleicht was sagen. Ich stehe nicht, ich rolle. Ja, bei mit 2 Stundenkilometer. Mit 2 Stundenkilometer, ja. Sind wir schon wieder alle da, Tassi? Der Tacho ja, schon kannst aus, du jetzt so langsam wieder weiterfahren. Yay, Mutter abgestorben. Also Mutter abgewürgt habe ich heute schon ein paar Mal. Man hat's gehört, ja. Ja, die Schaltung im Auto verwirrt mich mittlerweile. Da pass auf, dass ich die Kufen da jetzt da verwirren wird, was da kommt. Gar nicht. Na okay, wenn's meinst. Die Strecken kenne ich schon. Okay, na dann ist kein Problem. Das erste Mal, wie ich gefahren bin, bin ich mit 2 Rädern darunter. Das war dann also doch ich ein bisschen zu schnell. Meine ich auf 3 hoch? Vorsicht, Gegenverkehr. Da kommt rauf, da jetzt, was ist runterkommt, sorry. So, wenn's knallt, noch ein Stück. Ah! Okay, das war jetzt wirklich fast, wenn's knallt, noch ein Stück. Gut, und wenn's nicht mehr geht, hörst du das. Ah, das ja, wir könnten aber da jetzt die Dings einhalten, die Pause. Ja. Weil wir die, was da jetzt Dings müssen, zur Werkstatt und so weiter, haben jetzt da die Möglichkeit. Dann fahre ich doch falsch. Jetzt bin ich verwirrt. Wollen wir jetzt rechts oder? Ich wollte eigentlich da rein. Warte, mich wieder rein. So, ich stehe mit beim Hotel. Ich sehe jetzt überall Straßen, die man eventuell befahren könnte. Achso, die Zufahrt ist auf der anderen Seite. Hm. Oh, das war aber auch clever von mir. Stellst dich du in die erste oder in die zweite? Das weiß ich noch nicht. Wo ich eine triff. So. Gott, dass ich die Spiegel vor einer Werkstatt habe. Ah, die Werkstatt hier ist cool. Ach, jetzt wäre ich mal hier, jetzt kann ich nicht mal die Niederlassung kaufen. Wieso das Geld hättest ja? Dann lass ich auch meinen Rückspiegel in Ruhe. Na, das falsche Profil. Nicht meins. So, sollen wir auch da reinfahren, oder? Ihr könnt oder draußen stehen bleiben, wie ihr lustig seid. Die haben übrigens hier auch vernünftige Farben, außer gelb, ne? Ja. Dann warten wir mal, bis da alle auf einer sicheren Fläche stehen. Jupp. Oder zumindest halbwegs sicher. Manni, wärst du so nett und gibst du bitte den Rückwärtsgang raus? Ich hab ihn gar nicht drin. Bist du sicher? Jetzt schon. Jetzt ja. Aber warum traust du das Gepiepse nicht an? Ich hab's auch draht, aber er akzeptiert's nicht, meine Entscheidung, dass ich das nicht hören will. Okay. Dann ist es dumm gelaufen, oder? Ja. Gut, alle repariert? Jo. Okay, dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zur Weiterfahrt. Tschüss. Jo. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.